Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Wir kommen zu dem Begriff Tasawuf. Manche Leute, wenn sie nur den Begriff hören, dann sagen sie, nein, Begriff ist uralt. Begriff ist rein bei den Reinen und schmutzig bei den Schmutzigen. Der Begriff ist uralt. Und dazu kommen wir. Ich habe für euch was Schönes vorbereitet von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, von Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh, was sie über Tasawuf gesprochen haben und gesagt. Dann sagt er, so, فَعْلَمْ أَنَّ فِي كِتَابِ الْإِحْيَاءِ آفَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءِ وَأَقَلُّهَا الْأَحَادِيثُ الْبَاطِلَةُ الْمَوْضُوعَةُ وَالْمَوْقُوفَةُ وَقَدْ جَعَلَهَا مَرْفُوعَةً وَإِنَّمَا نَقَلَهَا كَمَا اقْتَرَاهَا لَا أَنَّهُ افْتَرَاهَا وَلَا يَنْبَغِي التَّعَبُّدُ بِحَدِيثٍ مَوْضُوعٍ وَالِاغْتِرَارُ بِلَفْظٍ مَصْنُوعٍ Er sagt, jetzt er redet über Ihya Ulumuddin, das Buch und seine Mängel. Er sagt, du hast das Werk Ihya Ulumuddin gewählt und behauptet, es sei einzigartig als Werk an sich und in seinem Genre. So wisse, dass dieses Buch Ihya Ulumuddin gravierende Fehler enthält, die niemand außer den Gelehrten kennt. Das geringste davon sind die ungültigen und erfundenen Überlieferungen, sowie die Überlieferungen der Gefährten, Hadith Mawquf, die er als Überlieferungen des Propheten, Hadith Marfu', ausgab. Wobei er, al-Ghazali, guck mal, wie er al-Ghazali verteidigt und wie er über ihn gut denkt. Er sagt, wobei er dies lediglich wie gelesen übernommen und nicht selbst ersonnen hat. Er hat das nicht selber erfunden. Nein, die Ulama, sie haben sich bemüht und sie haben Ahadith gesammelt und sie haben Ijtihad gemacht. Dabei hat er nicht erfunden. Er hat sie gelesen und weitergegeben. Mehr nicht, statt dass man den Ghazali, Imam al-Ghazali, runterschlägt und sagt, ach, nein, denk über ihn nur Gutes. Keiner ist perfekt und keiner ist vollkommen in seinem Wissen. Dann sagt er, er hat das so wie gelesen übernommen und nicht selbst ersonnen. Und man darf sich Allah nicht durch einen auf einem erfundenen Hadith basierenden Gottesdienst nähern. Das heißt, das Buch von Ihya Ulumuddin, das Ursprungsbuch, enthält was? Erfundene Ahadith. Ahadith, die ungültig sind. Und es gibt Ahadith, was der Sheikh al-Imam als Marfu' bezeichnet hat, das heißt, dass das vom Propheten geschrieben wird. Dabei sind sie Mawquf, die sind nur vom Sahabi. Na? Das sind Sachen, worauf er aufmerksam hat. Und dann sagt er, und man darf nicht Allah nahe kommen im Gottesdienst mit einem Hadith, erfundenen Hadith. Das geht nicht. Wir möchten Allah dienen, aber mit Klarheit, mit Sunnah Sahiha, mit der authentischen Sunnah. Dann sagt er, وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها وليس فيها كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أوتر أن يطرق سمعك من كلام المتصوفة الذي جمعه وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج إلى السياحة في غير حاجة والدخول في الفلات بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عوراه في كتابي المسمى بتلبيس إبليس. Er sagt, und lass dich nicht von den Angefertigsten, und lass dich nicht von den angefertigten, wohlklingenden Formulierungen betören. Ja, manchmal gibt es ein Hadith, wunderschön. Oh, Rasulullah trifft einen Wüstenaraber in der Wüste und es gab ein Gespräch und dieses Gespräch, kennt ihr das bei Facebook, da wird immer weitergeleitet und das Gespräch zwischen dem Wüstenaraber und dem Prophet, er hat ihn gefragt und der Wüstenaraber sprach die Weisheit und Rasulullah hat ihn bestätigt und ein ganz langer Hadith, oh schön, er sagt, lass dich nicht davon betören und täuschen, von wohlklingenden, hergestellten, produzierten Formulierungen von bestimmten Menschen, die lass dich davon, unsere Religion ist nicht mit
Friede, Freude. Unsere Religion ist mit Beweis. Sahih oder nicht sahih? Sahih, ata'abbadullah bi. Ha? Mawdu' la ata'abbadullah bi. Erfunden, ich auch, egal wie schön das klingt. Und dann sagt er, wie kann ich es als gut für dich befinden, dass du die Gebete des Tages und der Nacht mit Worten verrichtest, die der Gesandte Allahs, Frieden und Segen auf ihm, nicht erwähnt hat, weil es bestimmte Salawat gibt. Und sag mal so bei Ruku' und bei Sujud und sag mal so und sag mal so und diese Raka'a, also 1000 Raka'a pro so und so und so. Er sagt, wie kann ich das für gut empfinden, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kein Wort von dem gesprochen hat und du tust das als Ibadah. Das will ich nicht für dich, sagt er. Und dann sagt er, nicht erwähnt hat, und wie kann ich es zulassen, dass die unzähligen Reden der Sufis dein Gehör erreichen, die er zusammengestellt und deren Befolgung er empfohlen hat. So beispielsweise die Rede über die Stufe Al-Fana, die Auflösung. Oder die Stufe, die Bleibe. Das ist Al-Baqa. Leute, das sind Stufen bei Ahlul Tasawwuf. Die sind sowas von feinfühlig. Al-Fana, der Sufi bzw. der anstrebende Siddiq, der wahrhaftige, erzogene, reine Mensch, er kommt zu einer Stufe des Fana'es. Wisst ihr was, dieser Fana? Dass er nichts mehr sieht. Er sieht nur Allah. Haben wir gesagt, die Auflösung. Dass er nur Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Macht sieht. Bei dieser Stufe, wir kommen noch dazu, später, hat sich geirrt, wer sich geirrt hat. Und hat das getroffen, wer das getroffen hat. Und da gab es mehrere. Es gibt Schatahat und es gibt Richtigkeiten. Also es gab Leute, die wal'iyadu billah ein Niveau erreicht haben, dass sie alles eins lassen. Sie sagen, Allah ist alles. Diese Kamera ist Allah. Und dieses Mikrofon ist Allah. Und das ist Allah. Und das ist nicht gewollt. Das ist nicht gewollt. Das ist was anderes. Das ist sogenannte Al-Tihadiyya, Al-Hululiyya, Al-Wahdati Al-Wujud. Ja, sowas ist nicht gut. Er weist darauf hin. Er sagt, ich möchte nicht, dass du sowas nimmst. Paar Auseinandersetzungen, wie die Rede über die Stufe der Fana-Auflösung und die Stufe der Bleibe, das erklären wir inshallah zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Und das Gebieten des Hungerns. Kennt ihr das Hungern? Ja, weil paar von Ahlul Tasawuf. Es gibt Tasawuf Sunni und Tasawuf Bid'i. Wir möchten inshallah Tasawuf Sunni, Shar'i. Wie Imam Ibn Taymiyyah sagt, Tasawuf Shar'i. Er nennt das so. Das wollen wir. Aber Tasawuf al-Bid'i, dass man sich hungert, verhungert, und man nennt das Tawakkul ala Allah, und man sagt, ich muss, oh, das tut weh im Magen, mach mal weiter. Was ist das? Ist das Ibadah? Er sagt, wie das Verhungern, oder wie das Hungern, oder die ziellose Umherwandern. Sie gehen raus. Wohin? Ja, weiß ich nicht. Aber hallo, du musst planen und du musst mal. Allah ist mein Planer. Ich gehe einfach raus. Was ist das? Ist das Ibadah? Ist das Tawakkul? Es gibt aber von den Sufis, die Ibadah so verstehen. Deswegen Talbis Iblis von Imam Ibn al-Jawzi, da steht der darüber, über ihren Katastrophen. Einer, der sagt, er ist in einem Brunnen runtergefallen. Und er wollte sagen, Hilfe! Was wollte er sagen? Hilfe! Dann sagt er, nein, du darfst nicht Hilfe sagen. Nein, wenn du Hilfe sagst, das heißt, du zählst auf Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der. Es gehört dazu. Ziellose umherwandern oder ohne Ausrüstung in der Wüste zu gehen. Es gibt sowas. Er geht in der Wüste rein, kein Essen, kein Trinken. Er sagt, Allah wakili, Allah ist mein Helfer. Er sagt, sowas wollen wir nicht. Sowas wollen wir nicht. Und dann sagt er, oder ähnliche Dinge, die ich sie in meinem Buch Talbis Iblis, Verwirrung des Iblis, aufgedeckt habe. Dann sagt er, was er macht. وَسَأَكْتُبُ لَكَ كِتَابًا يَخْلُوْ عَنْ مَفَاسِدِهِ وَلَا يُخِلُّ بِفَوَائِدِهِ أَعْتَمِدُ فِيهِ مِنَ اللُّقُونِ الْأَصَحَّ وَالْأَشْهَرَ
ومن المعنى الأثبت والأجود وأحذف ما يصح حذفه وأزيد ما يصلح أن يزاد. sagt, so werde ich dir hiermit ein Buch verfassen, welches frei von diesen Übeln ist und seine Lehren beibehält. Seine Lehren, das heißt die Lehren von Ihya, Ulumuddin, von Imam al-Ghazali. Was seine Lehren beibehält, dabei stütze ich mich, was die Überlieferungen angeht, nur auf die authentischen und berühmten und was die Bedeutung angeht, nur auf die gesicherten und nennenswerten. So erwähne ich nicht, was nicht erwähnenswert ist und ergänze, was ergänzenswert ist. ثم قال بعد ذلك ابن الجوزي وإذ قد صح عزمك قبل بفور في دا غين مخن هات يا أهل التصوف مال إرفينز und ich wollte mal unbedingt inshallah ta'ala als klein statement darüber geben. التصوف يا إخوان es wird heutzutage von paar Jugendlichen beziehungsweise auch paar Duat und Mashayikh die sich beeilen und die kein tiefgründiges Wissen haben. Und sie labern und reden ohne Wissen und haben Tasawuf wie Satanismus. Und sagen, ach, die Sufis, die Sufis. Als wären die Sufis genauso wie bei den Deutschen heutzutage, die Salafisten, Salafisten. Wird ja auch, ja, wie ein Scheitan. Ja? Die Sufis, alles was schlecht ist. Dabei ist die Sache nicht so. Das ist nur in unserem Jahrhundert, wal'iyadu billah, von ein paar motivierten, gepowerten Jugendlichen, die keine Ahnung haben. Ja, Ikhwan, Tasawuf als Begriff ist uralt. Ist schon vom dritten Jahrhundert schon so alt. Und wo gibt es Usul al-Fiqh? Ul-Fiqh, Mustalah al-Hadith, Ilm al-Rijal, Ilm al-Masanid. Das sind alle Begriffe, die erst später nach dem Prophet erschienen wurden. Warum sind sie erschienen? Damit die Kategorien von den Muslimen, die sich mit bestimmten Bereichen sich beschäftigen, mentioniert oder erwähnt werden. Wenn wir sagen Al-Muhaddithun, das sind die Leute, die sich mit den Hadith was beschäftigen. Das sind Leute, sie haben nicht mit Fiqh zu tun oder mit Tafsir oder nein, er kennt den Mann so und so und die Frau so und so und wann er gelebt hat und so. Der Mann kennen wir nicht, der Mann ist Matruk, der Mann ist Maudu, Muhaddithun. Dann gibt es die sogenannten Usuliyun, das sind wie die genannte Usuliyun, die Philosophie des Fiqhs rausbringen. Das sind Leute, die sich mit den Usul, mit den Werkzeugen sich beschäftigen, wie man einen Beweis abliest. Halal, Haram, Mustahab, Makruh. Wie man sowas überhaupt zu einem Rechtsurteil kommt. Die heißen Usuliyun. Dann kommt die sogenannte Ulum al-Quran, die Wissenschaften des Korans, die sich damit beschäftigt, mit Nasikh, Wal-Mansukh, Wal-Am, Wal-Khas, Wal-Mutlaq, Wal-Muqayyad, und so viele andere Sachen, die spezifische Bereiche in den Wissenschaften des Korans, wie man den Koran studiert, die heißen auch so, Ulama al-Quran. Und dann gibt es al-Fuqaha, die sich mit dem Fiqh, mit dem Jurisprudenz, mit Scharia, Haram, Halal, sich beschäftigen, sie heißen Fuqaha. Und dann gibt es Mutasawifa. Wer sind sie? Das sind Leute, die sich mit Nafs und ihren Krankheiten und mit dem Herzen und seinen Krankheiten sich beschäftigen und sagen, hey, pass auf, das ist eine Tür zum Scheitan, das ist eine Tür. Wo ist das Problem? Wo ist euer Problem? Wo ist euer Problem? Und diese Leute waren von den reinsten, die reinsten, As-Siddiqun, As-Siddiqiyun, wie Imam al-Junayd, rahmatullahi alayh. Und hört, nicht, hört nicht von Abdul Adim, sondern hört von Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh. Die Mashayikh von Sophia, die sind Sufis bis zum Knochenmark von ihrer Schule, von ihrer Denkweise. Er lobt sie auf Höchsten. Er sagt in seinem Buch Dar al-Ta'arud, Dar al-Ta'arud al-Naql ma'al Aql. Und zwar in dem Band Nummer 8, Seite Nummer 502. Er sagt, وَهَذَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْبَصْرِي ابن عبد الله البصري المالكي طريقته طريقة أبي الحسن ابن سالم وأبي طالب المكي وأمثالهما من المنتسبين إلى السنة والمعرفة والتصوف واتباع السلف وأئمة السنة والحديث كمالك وسفيان والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وأمثالهم وكذلك ينتسبون إلى سهل بن عبد الله التستري وأمثاله من الشيوخ. إرهاد الطريقة فن أين مغوص إمام. Und er sagt,
und danach nach dieser Tariqa gehen die Alim so und so, der Alim so, und sie sind alle Leute des Sunnah, Leute von Tasawwuf, Leute des Wissens, Leute, die Salaf al-Salih folgen, und die unter ihnen sind große Imame des Sunnah, und sie folgen all diese großen Imame wie Imam Malik und wie Sufyan Thawri und Hammad und. Wir kennen ja Hammad. Hammad ist ja der Sheikh von Abu Hanifa. Rahmatullahi alayhi. Und dann sagt er über Sufi. Wer ist Sufi? Ibn Taymiyyah sagt, Sufi huwa fil haqiqa naw'un min as-siddiqin. فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقال صديقو العلماء صديقو الأمراء فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديقية من الصحابة والتابعين وتابعين فإذا قال عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين أنهم صديقون فهو كما يقال عن أئمة الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضا كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم فهم من أكمل صديقي زمانهم والصديق من العصر الأول أكمل منه والصديقون درجات وأنواع ولهذا يوجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات حقيقة also er sagt hier für mich sind sie الصديقون الصديق ist eine Stufe, eine hohe Stufe vom Gottesdiener. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Also Nabi, nach Nabi kommt wer? Siddiq. Für ihn, diesen bekannten Sufi, Sufiun, aber er meint damit die Sunna Sufiun. Dazu kommt er. Er sagt, für mich sind sie die Siddiqun. Und jeder in seinem Bereich gibt es Siddiqun. Es gibt Siddiqun von Fuqaha. Und es gibt Siddiqun von Ahlul Tasawuf. Und es gibt Siddiqun von den einzelnen Bereichen. Von Umara, auch von den Emirs, von den Führern gibt es Siddiqun. Und dann sagt er, وَأَمَّا جُمْهُورُ الْأُمَّةِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالتَّصَوُّفِ فَعَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وما جاء عنهم من الكتب والإثارة من العلم وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضا لم يشوبوه بما يخالفه. Das ist alles in Majmu' al-Fatawa. In dem Band Nummer 12 habe ich heute zusammengestellt, dass er sagt, und die Mehrheit der Umma von Ahlul Hadith, Hadith-Wissenschaftler, von Fiqh und von Tasawuf, sie sind alle, die Mehrheit von denen, sie sind alle auf die Methodik von den Propheten und alles, was von Ahlul Ilm sind. Und sie folgen dem Weg des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt er, wie die Leute sich gegenüber Sophia sich kategorisieren. Er sagt, die Leute sind drei. طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا أنهم مبتدعون خارجون عن السنة. Er sagt, ein Taifa sagt, die Sophien sind Schrott. Sie sind alle Bid'a-Leute. Und Neuerung. Und sie sind außerhalb des Sunna und so. Er sagt, das ist ein Taifa. Und dann sagt er, وَطَائِفَةٌ Sie sagen, sie sind die Besten. Und sie haben übertrieben, dass sie ihnen sogar die Stufe geben, mehr als ein Prophet. Sie sagen, sie sind besser als Propheten sogar. Er sagt, sie sind auch Schrott für mich. Und was ist für dich, Ibn Taymiyyah? Er sagt, وَالصَّوَاب Das Richtige bei Tasawuf ist, bei Sufis. Er sagt, أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفيهم وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب ومن المنتسبين إليه من هو ظالم لنفسه عاص لربه وقد انتسب إليه من أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم. Und hier seht ihr, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah korrekt, gerecht gehandelt hat. Er sagt, und das Richtige ist, das sind Leute, die sich auf Allahs Weg bemühen, wie alle anderen sich bemühen. Manche von ihnen sind die Höchsten, Siddiqun, er nennt sie As-Sabiqun, Al-Muqarrabun, das sind die Voreilenden, Nahegestellten, und manche von ihnen sind Muqtasidun, das ist der Gemäßigten, normal. Und manche von ihnen, sie machen Fehler und machen Sünden.
und bereuen und machen Sünden. Und manche von ihnen, und er sagt, manche von ihnen machen Bid'ah, Neuerungen, aber die Muhakkikun unter ihnen, er meint die Muhakkikun, das heißt diejenigen, die Oberhäupte von ihnen, die diese Tasawuf rein, das sind die gehören nicht zu diesen Neuerungsträgern. Und in seinem Buch, er hat sie alle gelobt, mit Namen. Er sagt, innahum mashayikhul islam wa a'immatul huda, das sind die Scheichs des Islams, die Führer der Rechtleitung, alladhina ja'ala Allahu ta'ala lahum lisana sidqin fil umma, Allah hat ihnen die Zunge der Wahrheit gegeben, diese Umma. Mittel, wie? Und dann nennt er sie. Und die sind alle Sufis. Also, sie sagt, als Sufi. Und die sind in ihren Büchern als Sufi und er betrachtet sie auch so. Wie zum Beispiel Sa'id ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basri, Umar ibn Abdul-Aziz, Malik ibn Anas al-Awza'i, Ibrahim ibn Adhab, Sufyan al-Thawri, al-Fudayl ibn Iyad, Ma'ruf al-Karkhi, والشافعي وابن وأبي سليمان وأحمد بن حنبل وبشر الحافي وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومن لا يحصى كثرة إلى مثل المتأخرين بس الجنيد والجنيد is the أمير von الطائفة von Sufis the أمير von Sufis sind is الجنيد مثل الجنيد بن محمد القواريري وسهل بن عبد الله التستوري أو تستوري das ist auch einer von den großen Sufi وعمر بن عثمان المكي الإمام المكي ومن بعدهم بس أبو طالب المكي الصوفي تسند على علماء في التصوف إيرلوب زي أوف دين شاف أوف هوكستن والشيخ عبد القادر الجيلاني الكيلاني und das war ja einer von seinen geehrten مشايخ عبد القادر sie sagen deswegen الإمام بن تيمية hatte die طريقة von عبد القادر. Und es gibt ja ein paar Bücher, die darüber schreiben. Und er hat ihn auf höchsten Maßen gelobt. Abdul Qadir al-Jailani, das ist ja die wie heißt seine Tariqa? Shadiliya oder? Nein, nicht al-Jilaliya, Tariqa ist es. Al-Qadiriya. Al-Qadiriya, Tariqa al-Qadiriya. Das ist der Gründer von Tariqa al-Qadiriya. Er lobt ihn auf höchsten Maß. Und er sagt, الشيخ عبد القادر الكيلاني أو الجيلاني والشيخ عدي والشيخ أبي البيان والشيخ أبي مدين والشيخ عقيل والشيخ أبي الوفا والشيخ رسلان والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد الله اليونيني والشيخ القرشي وأمثل هؤلاء مشايخ كانوا في الحجاز أو الشام أو العراق ومصر والمغرب وخراسان من الأولين والآخرين. ديز المشايخ يا إخوان زين دي توب مشايخ فون التصوف فون الصوفيزموس أبا السنة الصوفيزموس داس واس مي ستيرت إست dass unter uns Leute Milchzähnen, wenn sie Sufismus hören, dann denken sie, das ist Satanismus. Und das kommt nur aus ihrer Unwissenheit und weil sie kein tiefes Wissen in der Religion haben. Und deshalb möchte ich das heute klarstellen. Wir sind hier, inshallah, gehören wir zu den Gerechten. Wir sind nicht Leute Übertreiber und Untertreiber. Wir lehnen jede Art von Neuerungen ab. Alles, was von Ahlut Tasawuf kommt, nehmen wir auf dem Prüfstand des Sunna. Entspricht das der Sunna? Marhaban bihi. Widerspricht das der Religion? Tschüss damit und schmeißt das gegen die Wand. Das ist doch gerecht. Aber alles als Schrott und Verderben zu bezeichnen, das ist, wal'iyadu billah, das ist nur Verengung des Kopfes. Das ist nur Verhärtung des Herzens. Und deshalb seien wir ja, wallahi, wenn die Zeit mit uns spielen würde, hätte ich euch nochmal von Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh und von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wie sie al-Tasawwuf al-Sunni auf höchsten Ton loben. Aber inshallah ta'ala reicht das für diejenigen, die das noch mehr haben wollen, können wir inshallah ta'ala noch das weiter erweitern.